Produktion wählen. Start mal. Ich kaufe hier mal ein bisschen was. Achso, geht ja noch gar nicht. Aber hier geht das in Knossos. Kauf. Kauf. Lalalalalala. So. Produktion wählen. Hafen. Einheit benötigt Befehle. Что тебе нужно? Дальше. Прошу прощения. Окей, это было ziemlich blöd von mir. Что тебе нужно? И это неприемлемо. Alles klar. Дальше. Договорились. И это неприемлемо. Прошу прощения. Dann halt gar nicht. Okay, vergiss es. Ich wollte nur mal gucken, ob ich irgendwie vielleicht schließen. Was haben wir hier? Eure Sozialpolitik schließen. Benachrichtigung. Siegfortschritt. Okay. Siebzehn verbleibende Runden? Echt jetzt? Okay. Na gut, wollen wir mal schauen, was hier raus wird. Nächste Runde. Nächste Runde. Wenn es noch 17 Runden geht, dann ist das Spiel aber vorbei. Das wäre leicht langweilig. Aber na gut. Vielleicht hätte ich doch mehr Krieg führen sollen. Das muss ich mir dann fürs nächste Mal merken, wenn es wirklich jetzt vorbei sein sollte. Panzer. Hier rüber und das da bauen. Und ja. Hier rüber. Das da bauen. Schienen bauen, Schienen bauen, Schienen bauen. Nächste Runde. Die Geschwindigkeit von Kommunikation ist ein faszinierender Anblick. Es ist ebenso rar, dass Geschwindigkeit die Verteilung von Informationen beschleunigen kann, von denen wir wissen, dass sie nicht wahr sind. Ermöglicht den Bau des Stadions, das die Zufriedenheit innerhalb des Reiches steigert, was wiederum zum Stadtwachstum beträgt und ein goldenes Zeitalter wahrscheinlicher werden lässt. Außerdem ermöglicht sie den Bau von Opernhaus von Sydney, einem zum Erreichen des Kultursiegs sehr hilfreichen Wunders. Opernhaus von Sydney. Tada, da ist es doch. Benötigt Dings wählen, Forschungslabor, benötigt Produktion wählen. Burg, Produktion wählen, Kornspeicher, Forschung wählen. Tarnung fortgeschritten.
Ballistik, ach so. Einheit benötigt Befehle. Ihr schlaft mal. Nächste Runde. Eisenbahn bauen. Eisenbahn bauen. Soll ich noch mal schauen? Siegfortschritt. 15 verbleibende Runden. Ich spiele diese 15 Runden jetzt mal zu Ende. Sollte es dann nicht vorbei sein, mache ich jetzt mal eine Aufnahmepause. Denn ich habe noch was anderes zu tun. So. Und ich schlafe jetzt einfach mal die ganzen... Das ist jetzt... Ich möchte jetzt echt gern wissen, was passiert, wenn ich die 15 Runden vorbei habe. Abgesehen davon haben wir ja sowieso die falsche Map genommen und mal schauen, wie das jetzt hier im Moment. Das werden wir gleich sehen. Ich glaube, ich gehe nochmal gegen Stockholm jetzt. Oh, mach ich denn? Nein, ich will die Panzer noch hier runter haben. Ich will die Panzer noch hier runter haben. Tada, Produktion wählen. Stadion, Produktion wählen. Forschungslabor, Produktion wählen. Aquädukt, Produktion wählen. Börse oder Universität, Produktion wählen. Und nicht Quatsch, ausbilden. Tada. Nächste Runde. So, Stockholm wird eh nicht mehr lange existieren, von daher ist es so vollkommen egal. Na gut. Okay. Attacke. Ich will doch einfach nur hier bleiben. Moment, warte doch mal. So, Attacke. 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 So. Attacke. Und ansonsten haben wir hier noch ein U-Boot, das kann aber nicht so angreifen. Produktion wählen, Fabrik. Einheit benötigt Befehle. So, ich kann weiter in Bereitschaft bleiben. Kulturschock. Ach stimmt, ja, das haben wir ja auch noch. Okay. Den Kulturschock-Typen lasse ich einfach mal jetzt hierher fahren. So, und nächste Runde. Stockholm wird höchstwahrscheinlich jetzt diese Runde vernichtet.
Nächste Runde. 62 Zufriedenheit, das ist heftig. So, Attacke. So. Hier nochmal. Ah, schon uns. Okay, statt annektieren. Super. Du bleibst in Bereitschaft. Du bleibst in Bereitschaft. Du hältst dich auf. Hier geht er rein. Du hältst dich auf. Und er hat Monetär. Oh, geil. Guckt euch mal das Ding an. Kampfpanzer. Nice. Produktion wählen. Stadion, Produktion wählen. Burg, Produktion wählen. Irgendwas. Verarbeiten, Verband irgendwie. So, und Verband nächste Runde. Okay, Siegfortschritt sind wir jetzt bei 11 Runden nur noch. So, die können sich da in Ruhe zurechtrücken. Und wir haben wieder ein Land eingenommen. Wir sind auf jeden Fall gut auf dem Vormarsch jetzt mittlerweile. Und können uns so einiges leisten. Nächste Runde. Elisabeth und Katharina haben Krieg. Das kann man eventuell ausnutzen, dass die Krieg haben. Die Frage ist wie. Stadtstadtnachrichten. Ah, cool. Sidon kann man aber gucken. Gold schenken. Schutzversprechen. Einheit schenken. Keine Ahnung, Einheit schenken mache ich vielleicht jetzt nicht unbedingt. Schutzversprechen haben wir ja. Ja. Okay, sind Verbündete jetzt von uns, die Don. Das ist doch nicht schlecht, meine Verbündeten zu haben. Hat uns 2000 Gold gekostet, aber wenn uns das Jus Geld haben ohne Ende. Stadion, Stadion, nächste Runde. So. Ne Quatsch. Wir wollten ja auf den Cäsar los. Geht immer. Doch, jetzt. Mentoi? Auf Wiedersehen. Dusch, bam. Bam. Na gut, dann zurück, zurück und nächste Runde. Einmal mit 6 Panzereinheiten einmarschiert, warum auch nicht? Und da ist seine erste. Ja, das wird ihm gar nichts bringen, er hat gegen die Panzer absolut gar nichts, was er machen kann. Gegner in der Nähe, warten jetzt eigentlich nur, bis wir dran sind, um ihn komplett vollkommen zu vernichten. Stockholm. So, zur Heilung warten. So, sicherer Angriff.
die nehmen jetzt die Stadt ein. Stadt annektieren. Produktion wählen, Stadion. Produktion wählen. Achso, das ist wieder. Produktion wählen, Monument. Produktion wählen. Theater. Oh, Einheit modernisieren. Modernisieren. Da habe ich jetzt, glaube ich, kein Geld mehr dafür. Man benötigt mehr Aluminium. Wir haben momentan nur Aluminium wahrscheinlich. Einheit befördern. Ach, kann das sein, dass wir nur eine gewisse Anzahl an Aluminium pro Runde bekommen? Und dass wir das dann verwerten müssen nach einer Weile. Weil dass wir das nur... Ah, egal. So, okay. Dann wollen wir mal weitermachen hier. So. Und da haben wir auch die Hauptstadt. Ach, die verliert die Hälfte ihrer Level, okay. Einheit benötigt Befehle. So. Da haben wir einfach mal die Typen fast platt gemacht. Ich würde sagen, wir rushen jetzt hier einmal durch den Kontinent durch. Wie viele Runden haben wir denn noch, wenn das wirklich jetzt ein Siegfortschritt wäre? 9 Runden verbleiben. Das reicht locker aus. Wenn die wissenschaftliche Macht die moralische Macht überholt, haben wir schließlich ferngelenkte Raketen und irregeleitete Menschen. Ermöglicht den Bau von Atomraketen. Dieses furchteinflößende Waffe erfordert Uran und kann Einheiten und Städte zerstören. Vorfahren. Andergast. Kaufen. Aber ihr habt doch Uran. War denn mein Uran? Ich habe doch irgendwo Uran gehabt. Ah, Nathin. Kauf. Ein Becken? Okay, irgendwie geht das nicht. Ich gehe mal auf Wohlstand jetzt hier in der Stadt. Interessant. Produktion wählen. Alles klar. Kernkraftwerke brauchen wir jetzt. Produktion wählen. Stadtmauer, Produktion wählen. Forschungslabor, Forschung wählen. Ökonomie, Satellitentechnik. Einheit befördern. Klack. Einheit befördern. Klack. Einheit befördern. Achso, Einheit benötigt Befehle. Bautrupp. Einheit benötigt Befehle. Da. Und schwupps. Und Einheit benötigt Befehle. Die können... mal hier runterwandern. So. Aufhielen. Bereit machen.
Befördern. Oh, sehr schön. Ich kann jetzt endlich alle Einheiten befördern. Schlafen. Nächste Runde. ...2046 haben wir uns jetzt.